Willkommen bei Time to Shape. Heute möchte ich euch den Sling Trainer, den Time to Shape Power Sling Trainer vorstellen, den ich selbst für mein Training verwende, beziehungsweise den ihr jetzt im Time to Shape Shop kaufen könnt. Was ist das Besondere an diesem Sling Trainer? Das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Es ist ein Sling Trainer, den ich selbst entwickelt habe, der ganz einfach funktionieren soll und sehr, sehr stabil ist. Schauen wir uns den einmal an. Hier oben, je nachdem, wo man den montiert, ist eine Bandschlinge aus dem Kletterbereich sehr stabil. Hier zum Beispiel am Reck, das sehr nieder ist, kann ich das mit mehreren Schlaufen befestigen, ganz einfach. Und das ist wirklich heldbombenfest. Hier ist eine Umlenkrolle, ebenfalls aus dem Kletterbereich, super stabil. Also da kann man schon einiges an Gewicht dranhängen. Es wird nicht so wie bei anderen Sling-Trainern, die man vielleicht auf Amazon kaufen kann, einfaches, billiges Material aus China verwendet, sondern das ist alles High-End-Material aus dem Kletterbereich. Also ihr werdet im Internet keinen Sling-Trainer finden, der eine ähnlich gute Qualität hat zu diesem Preis. Einfach deshalb, weil ich Materialien aus dem Kletterbereich verwendet habe und einfach ein System entwickelt habe, das wirklich sehr, sehr einfach ist. Okay, schauen wir uns den Sling Trainer kurz an. Im Prinzip funktioniert der über diese Umlenkrolle. Also da kann man sehr, sehr viele verschiedene Übungen machen. Ich werde euch dann einige damit zeigen. Wie zum Beispiel für den Bizeps, wo man sich zurücklehnt, Bizeps Curls, einhändig, beidhändig. Zugübungen für die Schulter, aber auch Übungen, wo man über die Seilwinde rotiert. Also die Übungsvariation ist einfach durch dieses Gerät, durch diese Umlenkrolle viel, viel mehr gegeben, als wenn man jetzt einen Sling Trainer hat, der hier stabil ist und nicht über eine Umlenkrolle funktioniert. Der nächste Vorteil ist, ich kann durch diese Schlaufen hier, es ist sehr einfach gehalten, sehr schnell die Höhe ändern. Das heißt, ich habe im Prinzip hier vier Einstellungsmöglichkeiten und kann natürlich jederzeit noch einen Knopf irgendwo hier dazu machen, damit ich dann noch mehr Möglichkeiten habe, die Höhe zu verändern. Okay, und ganz unten ist eine Schlaufe montiert. Die Schlaufe hat einfach den Sinn, dass ich dann unten meine Füße einhängen kann und dann wieder verschiedene Übungen mit den Beinen beziehungsweise auch für den Rumpfbereich natürlich. Dafür ist eigentlich dieses Gerät gebaut worden, Stabilisationsübungen im Rehab-Bereich, damit ich eben mit den Füßen sehr viele Übungen machen kann. Werde ich gleich jetzt einmal eine zeigen, ganz einfach. Geht es da mit den Füßen hinein in die Schlaufe. Zweiter Fuß dazu. Nach vorn. Und kann jetzt zum Beispiel Bauchübungen, Kombinationsübungen aus dem Liegestütz. Also alles Mögliche damit machen. Also es funktioniert dieses Gerät wirklich sehr, sehr einfach, sehr stabil. Und ich habe geschaut, dass die Kosten in einem Bereich sind, die erträglich sind. Wenn ihr jetzt einen Sling Trainer im Internet sucht mit einer Umlenkrolle, werdet ihr wahrscheinlich keinen kostengünstigeren finden und mit Sicherheit keinen anderen, der diesen Qualitätskriterien entspricht, das heißt, so stabil verarbeitet ist. Schaut euch meine anderen Videos an zum Thema Sling Training in meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf der Seite www.timetoshape.com und diesen Sling Trainer gibt es ab jetzt im Time to Shape Shop. Den Link dazu findet ihr hier unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time to Shape. See you.